Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Jeden Tag eine Frage und ein Engel, die dich begleiten sollen auf dem Weg zu Weihnachten hin und die in deinen Gedanken BÄM machen sollen. Hohoho. Damit in dem ganzen Aufgewühlten dieser Zeit etwas Neues in dir heranreifen stehen kann und damit du das Neue auch sehen kannst. Die Fragen sind aus diesem wunderbaren Buch entnommen von Carmen Kindel Beilfuß. Fragen können wie Küsse schmecken und die Engel kommen aus dem Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Und in dieser ganzen aufregenden Zeit, die ja nicht arm ist an Herausforderungen und Abenteuern, die wir gemeinsam und miteinander erleben können, heißt die heutige Frage, was war eigentlich das größte Abenteuer deines Lebens? Was war das größte Abenteuer deines Lebens? Denk da mal drüber nach. Und damit du das dann auch entdecken kannst, wenn dir das vielleicht nicht gleich einfallen will, dann schenke ich dir heute einen ganz besonderen Engel, den ich mir jetzt mit dieser Engelsbrille anschaue, die mir meine liebe Freundin Ellen Hollebein aus Afrika zugesandt hat. Und der Engel, der dir hilft zu sehen, ist natürlich der Engel des Lichts. Der Engel des Lichts macht dir den Blick hell, damit du all das Schöne wahrnehmen kannst, das die Welt dir anbietet. Da ist zunächst dein schöner Leib. Ja, ich erlebe immer wieder Menschen, die ihren Leib nicht annehmen können, weil er nicht so gestaltet ist, wie es heutige Mode möchte. Aber jeder Leib ist schön und gut. Die Voraussetzung für die Schönheit des eigenen Leibes ist, dass ich einverstanden bin mit ihm. Wenn ein Mensch mit sich im Einklang lebt, dann strahlt sein Gesicht etwas Schönes aus. Harmonie und Freude werden darin zu lesen sein. Wenn du an deine eigene Schönheit glaubst, wird deine Ausstrahlung heilend sein. Dieses Licht wird deiner Seele guttun und es wird auch zurückstrahlen und anderen guttun. In diesem Sinne wünsche ich dir den Engel des Lichts, dass er dich befähige und begleite, mit dir selber einverstanden zu sein und auch mit deinen Umständen einverstanden zu sein und nach dem zu suchen, was du noch in diesen Umständen an Gutem und Schönem entdecken kannst oder tun kannst oder genießen kannst. Der Engel des Lichts. Und ich freue mich darauf, wenn du morgen wieder einschaltest, wenn wir ein neues Türchen öffnen in Mickys Adventskalender. Bis dahin, mach es gut und bleib gesund.